Ich brauche noch ein paar Infos von dir über Miklos Modekette. Wann hat er Modi und Mode aufgekauft und wie viele Angestellte arbeiten für ihn? Warum willst du das wissen? Weil mich alle danach fragen und ich keine Ahnung habe. Ich verlasse Schloss Einstein, weil ich bin ja jetzt hier schon seit 2 Jahren dabei und es kommt halt eben bei jedem so die Zeit, wo man dann gehen muss. Für mich wird es jetzt wahrscheinlich so weitergehen, dass ich hier oben bei Schloss Einstein wahrscheinlich noch ein Jahr weiterarbeiten kann. Also nicht vor der Kamera, wie es jetzt momentan ist, sondern hinter der Kamera, Beleuchtung. Nach dem Jahr hier oben werde ich dann eine Ausbildung machen, Richtung visuelle Mediengestaltung. Und da werde ich wahrscheinlich nach Berlin ziehen und mal schauen, was so kommt. Also für mich die schönste Szene, muss ich immer wieder betonen, war diese Halloween-Geschichte. Ich war nicht wirklich groß im Vordergrund oder so, aber das war wirklich tierisch. Einfach, dass alle getanzt haben, es war gute Stimmung und für mich war das wirklich so eine der coolsten Szenen. Traurigste Szene, die ich bis jetzt gespielt habe, wenn ich mal so grob sagen, war immer so diese Klaviergeschichte mit Tomasz, als er sich dann irgendwie Finger und Handgelenk verletzt hat und dass er dann nicht mehr ordentlich Klavier spielen konnte. So richtig wirklich die traurigste Szene, wo ich persönlich auch so ein bisschen down war, hatte ich bis jetzt noch gar nicht so. Was ist los? Meine Hand, irgendwas stimmt nicht. Als wir im Haus waren, hast du doch gesagt, es ist nichts. Ich kann sie nicht mehr bewegen. Echt jetzt? Ich hab sie doch gebrochen. Blödsinn, ich kenne dich mit Brüchen aus. Das tut so weh, da schreist du nur noch. Ah, hör auf, du Idiot! Scheiße, was ist das? Meine Hand. Hier siehst du, der Handknochen außen und der kleine Finger am Handrücken sind gebrochen. Das muss mit Stahlstiften fixiert werden. Ich spiele Klavier. Wird es dann wieder gehen? Da gehe ich von aus. Schöne Melodie. Oh, verdammt! Was, wenn ich nie wieder so spielen kann wie früher? Hey, das wird schon wieder. Wir müssen nur dran glauben, okay? Also das Schwierigste, finde ich persönlich, ist, dass man zum Anfang, man lernt den Text einfach meistens auswendig und versucht dann dabei immer die ganzen Sachen zu spielen. Die Emotionen, die Reaktionen und wenn man das dann halt eben so einübt und dann aber dann zum Set kommt und dann kommt da eben noch viel mehr dazu. Dann ist das so, dass das Team eben da ist. Man hat dann verschiedene Anweisungen, die man befolgen muss. Und dann muss man noch verschiedene Bewegungsabläufe machen. Man muss in verschiedene Richtungen gucken und irgendwelche Handlungen noch machen. Und das alles zusammen macht es dann irgendwie viel komplizierter, finde ich. Dann kommt man auch schnell mal raus. Tomasz ist eigentlich mehr so zurückhaltend und freundlich, aber ich würde sagen, wenn mir im Alltag was passiert, was auch so ungefähr solche Seiten zeigen würde wie bei Thomas, dann würde ich nicht denken, boah, das habe ich jetzt so gemacht wie meine Rolle, sondern ich würde halt eben sagen, ich habe halt eben auch solche Seiten manchmal. Also was ich noch unbedingt loswerden möchte, ist, dass das hier eine wunderschöne, unvergessliche Zeit hier war. Und ich bin jetzt schon seit 2 Jahren hier und das fühlt sich aber nicht wie 2 Jahre an. Ich habe extrem viele nette Leute hier kennengelernt. Leute, mit denen man wirklich viel Spaß auch immer wieder am Set haben konnte. Von denen man auch immer wieder Sachen lernt. Man lernt immer wieder Neues. Und das war wirklich eine klasse Erfahrung. Wollen wir später Bio machen? Photosynthese? Nee, danke. Das mach ich jetzt morgen.